Nachrichtentechnikübung im Sommersemester 2020, Übung 1 Informationstheorie und Codierung, die Rechenbeispiele. Ich werde diesmal auch wieder die Rechenbeispiele in zwei Teile unterteilen. Teil 1 besteht aus 3 Beispielen, Teil 2 aus 2 bis 3 weiteren Beispielen. Mein Name ist Rainer Zeif, ich werde mit Ihnen diese Rechenübung durchgehen und Ihnen die Beispiele vorrechnen. Ich empfehle Ihnen vorher, den Theorieteil durchzusehen, da dort die wichtigen Formeln und Zusammenhänge erklärt sind. Die Rechenübung wird relativ langsam durchgesprochen und vorgerechnet, damit Sie Zeit haben, sich aktiv daran zu beteiligen und selbstständig mitzurechnen bzw. auch die Werte im Taschenrechner einzutippen. Wem dies zu langsam ist, empfehle ich die Beschleunigungsfunktion im YouTube, damit man sich das Video etwas schneller ansehen kann. Viel Erfolg und Spaß nun bei den Rechenbeispielen. Beispiel 1, Punkt A. Der mittlere Binärstellenaufwand ist gesucht. Das heißt, die Entropie. Entropie ist gleich H minus die Summe von I gleich 1 bis N von der Wahrscheinlichkeit I mal dem Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit von I. Der Index I steht nun für unser Zeichen, also die Zeichen A, B, C, D, E, F, G, H. Das heißt, I geht von 1 bis der Anzahl der Zeichen N gleich 8. Die Wahrscheinlichkeiten werden einfach nun eingesetzt. Ich ziehe dazu das Minus vor, mache eine Klammer und kann nun die einzelnen Summen einfach addieren. Die Wahrscheinlichkeit vom ersten Zeichen ist 4%, also 0,04 mal Logarithmus dualis 0,04. Plus die Wahrscheinlichkeit vom Zeichen B 0,17 mal Logarithmus dualis 0,17 plus die restlichen Zeichen 0,303 natürlich plus 0,08 und dann 22%, also 0,22 5% und so weiter. Wichtig dabei, dass ich keines der Zeichen auslasse oder übersehe. Das passiert dann bei der Prüfung recht gerne und das sind auch recht blöde Fehler, also passen Sie hier einfach auf und kontrollieren Sie es nochmal. So, und das muss ich dann natürlich ausrechnen. Hier gleich ein Hinweis, weil der Taschenrechner meist keinen Logarithmus dualis hat, kann man den in der Theorie auch beschriebenen Umrechnungsweg gehen, dass man diesen Logarithmus dualis einfach mit Logarithmus naturalis, also ln, darstellt. Die Formel dazu schreibe ich hier links hin. Ld von einer Zahl, ich nenne sie einfach mal a, ist gleich ln von a durch ln von 2. Das heißt, jeder Logarithmus kann man als ln darstellen. Der Logarithmus dualis hat die Basis 2, also muss ich durch ln 2 dividieren. Das ist ganz praktisch, weil ich diesen ln2 natürlich auch da vorne gleich hinschreiben kann. Ich kann also schreiben minus 1 durch ln2 mal eckige Klammer und dann einfach statt ld ln. Das lässt sich dann im Taschenrechner auch gut eintippen. Ich habe das schon gemacht und das Ergebnis ist 2,667 Bit pro Zeichen. Gut, damit hätten wir unser erstes Ergebnis für die Entropie. Dieser Wert sagt uns aber an sich noch nicht sehr viel. Wir wissen nun, wie viel mittleren Informationsgehalt wir haben pro Zeichen, aber wissen eigentlich nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob das effizient oder weniger effizient ist und so weiter. Damit wir das einschätzen können, müssen wir uns den nächsten Wert berechnen, das ist die Redundanz. Die absolute Redundanz groß R berechnet sich aus m quer minus h. Ist gleich, naja, h wissen wir,
R wollen wir brennen, M quer kennen wir aber noch nicht. M quer ist der mittlere Binärsternaufwand aller Zeichen. Gut, die Angabe verrät uns, jedes einzelne Zeichen hat einen Binärstellenaufwand, MI, also wieder der Binärstellenaufwand vom Zeichen A, B, C und so weiter, gleich 3 Bit. Naja, wenn alle Zeichen gleich lang sind, wie ist dann der Mittelwert? Naja, der Mittelwert ist dann auch gleich 3 Bit pro Zeichen. Alle gleich lang, alle 3 Bit, also als Mittel auch 3 Bit. Das können wir jetzt nun einsetzen. Das heißt, R ist gleich 3 minus 2,667 gleich 0,333 Bit pro Zeichen. Wenn uns das auch noch nicht so viel sagt, machen wir auch noch den relativen Redundanzwert klein r gleich groß R durch m quer mal 100%. Die Prozent nicht vergessen, wir haben ja eine relative Zahl, gibt also 0,33 durch 3 mal 100% gleich 11,1%. Und das sagt uns schon mehr aus. Das sagt uns nämlich jetzt Folgendes aus. Wir schauen uns oben die erste Formel an. Die Redundanz ist, ist der mittlere Binärstellenaufwand minus den Informationsgehalt. Die Redundanz ist dann 0, wenn der mittlere Binärstellenaufwand gleich dem Informationsgehalt ist. Also wenn wir nur Informationen übertragen, also unsere Zeichen einen mittleren Binärstellenaufwand von H haben, dann habe ich keine Redundanz mehr. Ein Redundanzwert von 11% entspricht das nun in diesem Beispiel. Das ist nicht sehr gut, das ist aber auch nicht sehr schlecht. Aber in Prozent lässt sich es auch leichter einschätzen. Also wir können durchaus sagen, ja, das ist okay so. Es gibt schlechtere Systeme, die weniger effizient arbeiten. Punkt C nun. Ja, wir nehmen nun an, wir haben einen Kanal, wo wir das übertragen wollen. Also wir wissen jetzt, 11% unserer Daten sind eigentlich unnütz, sind Redundanz. Wenn ich die weglassen würde, hätte ich genauso gleich viel Information, aber ich müsste weniger Daten übertragen. Dieser Kanal, sei es ein Kabel oder eine Funkstrecke, hat nun bestimmte Eigenschaften und wir wollen wissen, was schaffe ich da maximal an Informationen drüber zu schicken in Bit pro Sekunde, beziehungsweise Zeichen pro Sekunde. Und Zeichen pro Sekunde ist bei uns die Zeichenrate RZ. Wir wissen zudem beim Kanal, dass es eine Beschränkung gibt. Also die Kanalkapazität ist immer größer gleich H'. Ich kann nicht mehr Informationen übertragen, als der Kanal übertragen kann, physikalisch gesehen. Das heißt, was muss ich jetzt beachten? Naja, Maximalfall ist C gleich H'. Das ist unser Maximalfall. Mehr Informationen als wie C mir ermöglicht, kann ich nicht übertragen. In unserem Fall haben wir aber nicht nur Information, sondern wir haben auch Redundanz drin. Das heißt, weil ich eben Redundanz habe, die nicht null ist, kann ich natürlich ein bisschen weniger Informationen übertragen, aber die Anzahl der Daten bleibt ja gleich. Also meine Daten sind jetzt maximal so groß, dass ich halt C übertragen kann. Daraus ergibt sich folgender Zusammenhang. Also C ist gleich eigentlich M quer mal der Zeichenrate. Das kommt aus folgender Formel, die auch in der Theorie beschrieben wird. H' ist gleich H mal der Zeichenrate. Naja, in unserem Fall habe ich aber nicht nur Information und Informationsfluss, sondern auch Redundanz, also Daten. Und es gibt dann so eine Art Datenfluss. Und dieser Datenfluss, den könnte ich jetzt zum Beispiel bezeichnen mit H2' ist M quer mal RZ.
Das heißt, hier steckt drin R ist gleich 0, also keine Redundanz, und hier R ungleich 0, hier habe ich Redundanz, wenn das M quer ja auch H plus R ist. Das, diesen Fall darf ich nicht verwenden, aber diesen Fall. Und dadurch ergibt sich C gleich M quer mal RZ. M quer ist Bit pro Zeichen, RZ ist Zeichen pro Sekunde und C ist Bit pro Sekunde. Das heißt, wenn man sich das aufschaut, kürzen sich die Einheiten auch schon weg. Das ist also richtig so. Ich muss jetzt diese Formel einfach umformen und bekomme dann RZ gleich C durch M quer. Jetzt fehlt uns aber noch das C. Das M quer haben wir, das C leider nicht. Das ergibt sich aber aus der Angabe. C ist gleich B mal Logarithmus Dualis von 1 plus PS zu PN. Wichtig, PS zu PN muss eine Dezimalzahl sein. Ich darf hier nicht die dB einsetzen, wie sie in der Angabe gegeben sind. Das heißt, ich muss mir zuerst überlegen, naja, wie komme ich von dB auf die Dezimalzahl? Es handelt sich ja um Leistungen. Leistungen werden in dB gerechnet als 10 mal Logarithmus zur Basis 10 von einem Dezimalwert. Und dieses 10 mal Logarithmus zur Basis 10 kann ich wieder umformen, rückformen, indem ich 10 hoch verwende. Das heißt, ich schreibe das hier unten her, PS zu PN als Dezimalwert ist dasselbe wie 10 hoch PS zu PN in dB dividiert durch 10. Das ist in unserem Fall 10 hoch 50 dB durch 10 gleich 10 hoch 5. Und diese 10 hoch 5 setze ich links ein, ist also die Bandbreite von 1000 Hertz mal Logarithmus Dualis 1 plus 10 hoch 5. Und das kann ich nun ausrechnen mit dem Taschenrechner, wieder Logarithmus Naturalis durch ln2 und so weiter ergibt dann eine mögliche Kanalkapazität von 16.610,0 oder 1 Bit pro Sekunde. Es reicht, wenn wir 16.610 schreiben. Gut. Wir wissen also C, wir wissen M quer, wir können uns die Zeichenrate ausrechnen. Tun wir das? Das heißt, RZ ist gleich 16.610 durch 3 ist gleich 5536,67 Zeichen pro Sekunde. Wir sehen also, dass dieser Kanal an sich 16 Kilobit pro Sekunde übertragen kann. Das heißt in unserem Fall wegen diesen 3 Bit pro Zeichen mittlerem Binärstellenaufwand können wir aber nur 5536 Zeichen übertragen. Wir könnten natürlich mehr Zeichen übertragen, wenn sie kürzer wären, aber das hat halt vielleicht auch nicht sehr viel Sinn, weil wir dann vielleicht die Redundanz wieder ändern und so weiter. Gesamt gesehen ist immer am wichtigsten, die Redundanz zu minimieren und einfach zu schauen, ob in diesem
Datenstrom möglichst viel Information drin steckt und nicht irgendwas Unnützes. Die Vergrößerung der Bandbreite oder die Verwendung eines besseren Übertragungskanals hilft uns natürlich auch, mehr zu übertragen. Da wirkt sich aber im Endeffekt nicht auf diese Resonanz aus. Die bleibt immer gleich gut oder gleich schlecht. Im Beispiel 2 wird ein Nachrichtenübertragungssystem mit 4 Zeichen verwendet. A, B, C und D. Leider ist uns nur die Auftrittswahrscheinlichkeit der Zeichen A und B bekannt. Das heißt, vom Zeichen C und D wissen wir nicht, wie häufig oder wie wahrscheinlich es auftritt. Die Frage ist nun, wie ist die Wahrscheinlichkeit der Zeichen C und D, sodass der mittlere Informationsgehalt, das heißt die Entropie, maximal wird. Danach wollen wir natürlich auch noch diesen mittleren Informationsgehalt berechnen. Beispiel 2a. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für die Zeichen C und D gefragt. Das Wichtige ist, ich weiß, dass wir 4 Zeichen haben. N gleich 4. Und zudem weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit aller Zeichen gleich 1 ist. Das muss so sein. Wahrscheinlichkeitstheorie. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, naja, wenn ich weiß, dass alle Wahrscheinlichkeiten 1 sind und ich kenne die Wahrscheinlichkeit A und B, naja, vielleicht komme ich da ja auf die Wahrscheinlichkeiten C und D. Ich schreibe einfach also mal hin, dass die Wahrscheinlichkeit A plus die Wahrscheinlichkeit B plus die Wahrscheinlichkeit C plus die Wahrscheinlichkeit D gleich 1 sein muss. Welche kennen wir davon? Wir kennen A und B. Und C und D sind gesucht. Ich kann es also versuchen, mal umzuformen und Werte einzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit A ist 0,3. Die Wahrscheinlichkeit vom Zeichen B ist 0,2. Plus die Wahrscheinlichkeit C und die Wahrscheinlichkeit D gibt wiederum 1. Und wenn man das umformt, kommt raus, B vom Zeichen C plus Zeichen D, die Wahrscheinlichkeit ist 0,5. Oder noch weiter umgeformt, die Wahrscheinlichkeit des Zeichens D ist 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von C. Damit habe ich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden fehlenden Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß noch nicht, wie groß sie sind, aber ich weiß zumindest den Zusammenhang. Des Weiteren möchte ich diese Wahrscheinlichkeit ja wissen, damit der Informationsgehalt, der mittlere Informationsgehalt bzw. die Entropie maximal wird. Das heißt, es muss ein Zusammenhang mit der Entropie bestehen. Ich schreibe mal die Entropieformel hin. H ist wieder minus der Summe, in dem Fall von I gleich 1 bis 4, von Pi mal Logarithmus dualis Pi. Ich setze die Werte jetzt ein, also minus 0,3 mal Logarithmus dualis 0,3 für das Zeichen A, minus, ich habe jetzt die Klammer einfach nicht geschrieben, machen wir es mal auf diese Art, minus 0,2 für das Zeichen B mal Logarithmus dualis 0,2. Minus der Wahrscheinlichkeit des Zeichens C mal Logarithmus dualis Wahrscheinlichkeit C minus der Wahrscheinlichkeit von D mal Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit D. Die beiden kenne ich eben leider nicht, aber ich kenne einen Zusammenhang. Das heißt, ich kann jetzt PD ersetzen. Ich kann für das erste schreiben
0,5 minus PC. Für das zweite Mal auch 0,5 minus P vom Sin C. Damit ist H gleich minus 0,3 mal Logarithmus dualis 0,3 minus 0,2 mal Logarithmus dualis 0,2 minus der Wahrscheinlichkeit C mal Logarithmus dualis Wahrscheinlichkeit C minus 0,5 minus Wahrscheinlichkeit C mal Logarithmus dualis 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von C. Gut. Und wann wird H maximal? Naja, H wird dann maximal, wenn P C in dem Fall richtig gewählt wird. Wir haben das D mit diesem kleinen Trick aus der Formel nämlich entfernt. Das heißt, wir müssen nur noch den Wert für die Wahrscheinlichkeit von C finden, um H zu maximieren. Dazu wählen wir eine Standardmethodik der Mathematik auf die Extremwertaufgaben. Das heißt, wir berechnen den Extremwert von H, indem wir die Ableitung berechnen und diese dann 0 setzen. Das heißt, H ist maximal für dH von der Wahrscheinlichkeit C. Es hängt nur noch von dieser Wahrscheinlichkeit ab, durch d von Wahrscheinlichkeit C. Wir leiten es also nach dem PC ab. Und das muss natürlich 0 sein, damit es ein Maximum gibt. Man müsste natürlich auch die zweite Ableitung ausrechnen. Ich weiß, dass die zweite Ableitung soweit stimmt, dass es ein Maximum wird. Das sparen wir uns hier jetzt. Und deshalb habe ich das einfach so jetzt hingeschrieben. Gut, weiter geht es, also ableiten. dH nach dP von Sin C ist nun folgendes. Ich schreibe es einfach mal nochmal hin und schaue mir da an, was diese Summe oder diese Funktion oder diese Formel oben ergibt. Wenn wir mehrere Terme mit Plus oder Minus dazwischen haben, können wir jeden Term einzeln ableiten. Eine Konstante abgeleitet gibt natürlich 0. Das heißt, dieses minus 0,3 mal Logarithmus dualis 0,3 ist eine konstante Zahl, also abgeleitet 0. Das gleiche gilt für die 0,2 mal Logarithmus dualis 0,2, gibt ebenfalls 0. Das heißt, eigentlich muss ich nur noch die Ableitung von diesem Teil hinten berechnen. Das heißt, ich schreibe das vielleicht daneben hin, die Ableitung von 0,3 mal Logarithmus dualis 0,3, ich schreibe diese Klammer mit einem Strichchen, Strichchen soll heißen Ableitung, ist natürlich 0. Das gleiche gilt für 0,2 mal Logarithmus dualis 0,2, abgeleitet ist auch 0. Das heißt, ich brauche nur noch diesen Teil. Und den schreibe ich mir jetzt nochmal hin. Minus Wahrscheinlichkeit C mal Logarithmus dualis Wahrscheinlichkeit C minus -0,5 in Klammer minus PC mal Logarithmus dualis 0,5 minus PC.
Ecke, Klammer, zu. Gut. Und einen Strich nicht vergessen im Sinne für Ableitung. Wir haben also einen Term 1 und einen Term 2. Diese lassen sich wieder einzeln ableiten. Ich nenne diesen ersten Teil mit 1, mache dazu eine Nebenrechnung. Und der zweite Teil machen wir ebenfalls eine Nebenrechnung, damit wir auch einzeln Schritt für Schritt das Ganze berechnen können. So, die Nebenrechnung 1. Ich habe die Formel schon hingeschrieben. Wir wollen die Ableitung von PC mal Logarithmus Dualis von der Wahrscheinlichkeit C berechnen. Das Ganze ist ein Produkt, also können wir auch die Produktformel für Ableitungen verwenden. Wir schreiben deshalb einfach U als PC hin und V ist dann unser Logarithmus Dualis von diesem P von C. Die Produktformel, nochmal zur Wiederholung, bei Ableitungen U mal V abgeleitet, ist gleich U' mal V plus U mal V'. So. Wir können jetzt die U gleich der Wahrscheinlichkeit von C hinschreiben und V gleich Logarithmus Dualis von P von C. Wir müssen aber die Ableitung eben noch berechnen. Die Ableitung von einer Variable nach der Variable. Also beispielsweise 1 mal x abgeleitet nach x gibt 1. Wir leiten ja nach p von c ab. Also wäre das das gleiche wie 1 mal x abgeleitet, also kommt raus u' ist gleich 1. Bei v ist es hingegen ein bisschen schwieriger. Wir haben den Logarithmus Dualis. Hier gibt es nur die Formel bei der Ableitung für den Logarithmus Naturalis. Und zwar ist ln von einer Zahl, ich nenne es mal wieder x, abgeleitet gleich 1 durch x. Wir müssen also wieder die Umrechnungsformel hineinbringen. Das heißt, unser Logarithmus Dualis ist eigentlich wieder der ln von x durch ln 2. Und das dann abgeleitet ist gleich 1 durch ln 2 mal ln von x abgeleitet. Und das kennen wir ja von oben. Gibt also 1 durch x. Wir setzen die Werte also bei v' einfach ein. Das heißt, v', die Ableitung von Logarithmus Dualis von der Wahrscheinlichkeit c, ist 1 durch ln von 2 mal 1 durch der Wahrscheinlichkeit von c. Das ergibt also für die Nebenrechnung u' mal v, also 1 mal Logarithmus Dualis der Wahrscheinlichkeit c plus u mal v', also die Wahrscheinlichkeit von c, mal 1 durch ln 2 mal 1 durch die Wahrscheinlichkeit von c. Man sieht, da kann man gleich was kürzen. Die Wahrscheinlichkeit von c kann man wegkürzen. Ergibt dann also Logarithmus Dualis der Wahrscheinlichkeit c plus 1 durch ln von 2. Das ist also unser erstes Ergebnis für die erste Nebenrechnung. Machen wir nun weiter mit der Nebenrechnung 2. Hier ist die Ableitung von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c mal dem Logarithmus Dualis von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c gefragt. Das Ganze ist wieder ein Produkt, also wieder u und v, allerdings mit etwas anderen Termen. Wir schreiben sie daneben wieder hin. U ist 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit c und v ist gleich 0, ist gleich Logarithmus Dualis von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c. U abgeleitet ist nun folgendes: eine Konstante minus 1 mal pc. Also es wäre was wie 0,5 minus 1x, nach x abgeleitet. In dem Fall nach pc abgeleitet gibt es das gleiche. Die Konstante wird 0.
Konstante abgeleitet gibt 0 und minus 1 mal pc nach p von c abgeleitet gibt minus 1, also bleibt nur minus 1 übrig. Die Ableitung von v basiert wieder auf dem gleichen Prinzip wie oben, nur müssen wir hier auch noch die innere Ableitung berücksichtigen. Wir haben hier innen auch noch einen Term. Das heißt, wir haben jetzt wieder 1 durch ln2 mal 1 durch x, was also 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c ist, aber auch noch mal der inneren Ableitung. Und die innere Ableitung ist das gleiche wie oben. Wir haben ja 0,5 abgeleitet gibt 0, minus pc abgeleitet gibt minus 1, also nochmal minus 1. Gut, das Ganze setzen wir wieder ein. Das heißt, für unsere Nebenrechnung kommt dann heraus u mal v abgeleitet gibt u' mal v. Also u' ist minus 1 mal v mal Logarithmus dualis von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c plus u mal v'. Also u gibt dann 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c mal unserem v' von 1 durch ln2 mal 1 durch 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c mal noch minus 1. Und wir sehen auch hier wieder, können wir kürzen, das 1 durch mit dem 0,5 minus pc kürzt sich weg, Ecke Klammer zu, ist gleich, jetzt noch ein bisschen umformen, wir können auch noch die Vorzeichen vorziehen, minus 1 und minus 1 beispielsweise, also minus Klammer auf Logarithmus dualis 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c mal, nein, nicht mal, plus natürlich, plus 1 durch ln von 2, Klammer zu. Und damit hätten wir das Ergebnis der zweiten Nebenrechnung. So, diese beiden Nebenrechnungsergebnisse müssten wir jetzt natürlich wieder in unsere ursprüngliche Formel einsetzen. Das heißt, wir nehmen unsere ursprüngliche Ableitung her. Die war nun folgendermaßen. dh nach d der Wahrscheinlichkeit von c ist gleich die Ableitung von unserer Nebenrechnung 1 minus der Nebenrechnung, beziehungsweise minus sogar minus der Nebenrechnung 1 minus der Nebenrechnung 2. Die Vorzeichen müssen wir natürlich beachten, die habe ich bei den Nebenrechnungen aufgrund der besseren Rechenbarkeit einfach weggelassen. Hier fügen wir es wieder ein, also kommt heraus, minus das Ergebnis der Nebenrechnung 1 wäre minus ld von der Wahrscheinlichkeit c, das ist in Klammer, plus 1 durch ln von 2. Und dann minus, wieder eine Klammer, das Ergebnis der Nebenrechnung 2, das war in dem Fall minus, das haben wir vorgezogen, 0, oder Logarithmus dualis, besser gesagt, von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c plus 1 durch ln 2. Schauen wir uns die Klammern richtig setzen. So, ergibt minus ld der Wahrscheinlichkeit c minus 1 durch ln von 2. Das Minus und Minus von hier ergibt dann ein Plus, also Plus Logarithmus dualis
0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von C. Das Minus mit dem Plus hinten gibt auch ein Minus, aber mit dem Minus von vorne wieder ein Plus. So, plus 1 durch ln 2. Das Ganze lässt sich wieder kürzen. Wir haben einmal minus 1 durch ln 2 und einmal plus durch 1 durch ln 2. Diese beiden Teile kann man wegkürzen. Übrig bleibt dann Logarithmus dualis von 0,5 minus pc minus Logarithmus dualis von der Wahrscheinlichkeit c. Und wer das jetzt noch ganz schön machen möchte, kann dann auch noch den Trick anwenden, dass zwei Logarithmen subtrahiert das gleiche ist wie die Division der beiden Terme. Das heißt, Logarithmus von a minus Logarithmus von b ist Logarithmus von a durch b. Das können wir hier auch wieder nutzen. Das heißt, Logarithmus dualis von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c durch die Wahrscheinlichkeit von c. Und das schaut schon recht einfach aus. Und wie wir ja wissen, muss das Ganze 0 sein, damit wir den Extremwert finden können. Das heißt, wir setzen das nun 0 und formen das Ganze um. Ld von 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c durch der Wahrscheinlichkeit von c muss also gleich 0 sein. Umrechnung von Logarithmus dualis ist 2 hoch. Das heißt, beides 2 hoch. 2 hoch Ld gibt 1. Also bleibt übrig 0,5 minus pc durch die Wahrscheinlichkeit c ist gleich 2 hoch 0. Und 2 hoch 0 ist gleich 1. Also ist gleich pc mal 1 gleich 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit c. Ich habe es jetzt beides mal in beide Richtungen umgedreht. Oder die Wahrscheinlichkeit c ist gleich 2 mal pc gleich 0,5, also 0,5 durch 2 gleich 0,25. Und da oben haben wir dann somit das Ergebnis stehen. Wir wissen auch noch, dass die Wahrscheinlichkeit c mit der Wahrscheinlichkeit d zusammenhängt. Und zwar war die Formel, ganz am Anfang haben wir diese ausgerechnet, 0,5 minus der Wahrscheinlichkeit von c ist gleich 0,25. Und hier haben wir nun einen interessanten Wert für beide. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit von c und Wahrscheinlichkeit von d beides mal 0,25 oder 25%. Das heißt, h ist maximal, also der maximale Informationsgehalt, oder der Informationsgehalt ist maximal, besser gesagt, wenn p gleich verteilt gleich ist. Also quasi p ist gleich eine gleiche Zahl, also 0,25. Das heißt mit anderen Worten, das muss man sich merken, das ist ja ganz wichtig für die Prüfung, darum sage ich das immer. Der Informationsgehalt wird eigentlich immer dann maximal, wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Das haben wir mit diesem Beispiel im Endeffekt auch bewiesen. Das heißt, nur wenn p von sin c und p von sin d gleich ist, wird er maximiert. Er wäre aber noch höher, wenn alle vier Zeichen die gleiche Wahrscheinlichkeit hätten. Das ist also unser bester Fall für
für den Informationsgehalt. Und er wird auch nur dann maximal, wenn alle gleich groß sind. Merken Sie sich das bei der Prüfung, falls das gefragt wird, müssen Sie natürlich nicht mehr die ganze Herleitung herrechnen. Da können Sie dann einfach hinschreiben, ja, ich weiß, dass der Informationsgehalt maximal wird, wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Gehen wir nun weiter zu Punkt B. Hier ist nämlich gefragt, den mittleren Informationsgehalt H auch wirklich mal auszurechnen. Wir wissen, die Formel lautet minus der Summe von I gleich 1 bis 4. In dem Fall, wir haben 4 Zeichen, der Wahrscheinlichkeit von I mal Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit von I. Wir wissen auch aus Punkt A alle Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir müssen 0,3 mal Logarithmus dualis 0,3 plus 0,2 mal Logarithmus dualis 0,2 plus 0,25 mal Logarithmus dualis von 0,25 plus nochmal 0,25 mal Logarithmus dualis von 0,25 addieren, ergibt dann einen Gesamtwert von 1,985 Bit pro Zeichen. Ich habe da noch was vergessen. Wir dürfen natürlich das Minus nicht vergessen. Ich füge das da vorne einfach ein. Das wäre also unser tatsächlicher mittlerer Informationsgehalt oder auch die Entropie, die sich für diese Art von Zeichen ergibt. Kommen wir nun zum letzten Beispiel des Teils 1 von der Informationstheorie und Codierungsübung. Das Beispiel 3 ist etwas komplizierter als die vorigen. Hier nehmen wir an, dass ein Satellit in etwa 500 Kilometer über die Erde fliegt. Das wäre so ein typischer Orbit für so einen Satelliten. Ein Techniker hat die Aufgabe, Messdaten von einem Satelliten mit einer Bodenstation zu empfangen. Zum Beispiel wie die Bodenstation, die bei uns auf dem ICAS am Gebäudedach oben steht. Und die Antenne muss natürlich dabei auf den Satelliten ausgerichtet werden. Der Satellit bewegt sich mit der folgenden Kurve über den Horizont. Das heißt, er kommt irgendwo über den Horizont heraufgeflogen, fliegt dann auf 50 Grad Höhe, also nicht direkt über unsere Köpfe hinweg, das wäre 90 Grad, sondern nur auf 50 Grad über den Horizont und fliegt dann wieder hinunter. Seine Bahn kann sich tatsächlich ergeben, das passiert recht häufig, denn die Satelliten fliegen ja kreisförmig um die Erde, aber nicht immer über unsere Köpfe hinweg. Und deshalb passiert es recht häufig, dass der nur in so einer Kreis- oder Halbkreisbahn über die Erdoberfläche hinausschaut, also über den Horizont hinausschaut. Ich habe dazu eine Formel genommen, die natürlich nicht ganz perfekt stimmt, aber die ungefähr den Zusammenhang beschreibt. Und die lautet, dass die Höhe über die Zeit 50 mal Sinus 0,5 mal t lautet. Einfach deshalb, weil der Sinus sich recht leicht zum Rechnen benutzen lässt. Gefragt ist nun, folgendes. Die Höhe h von t, mit welchem der Satellit über den Horizont fliegt, wird in mehrere Intervalle unterteilt. Damit die Antenne der Bodenstation auf den Satelliten ausrichten kann, übermittelt die Bodenstationssoftware an den Antennenrotor das aktuelle Höhenintervall in Form eines Zeichens. Ich gehe nochmal zum Bild zurück, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir nehmen also an, dass wir die Antenne mit einer Software steuern. Die Software muss der Antenne dann, oder dem Rotor, also diesem Teil, der die Antenne bewegt, mitteilen, naja, in welchem Bereich sind wir gerade. Und diese Intervalle sind hier eingezeichnet.
Wir unterteilen das Ganze laut Punkt 1 in 5 Intervalle. Das heißt, von 0 bis 10 Grad ist unser erster Intervall. Und solange der Satellit in diesem Intervall, ich nenne den mal I1, sich bewegt, teilt die Softwareantenne auch mit, naja, zeigt halt irgendwo auf, weiß ich, zum Beispiel 5 Grad, weil er ist gerade bei 0 bis 10. Sobald er dann den 10 Grad Wert überschreitet, muss die Antenne wieder nachdrehen und die Antenne schwenkt dann zum Beispiel 15, damit der Bereich 10 bis 20 Grad dann halt einfach abgedeckt wird. Wir nennen diesen Intervall dann einfach den Intervall 2. Was da der Rotor genau macht und so weiter, ist gar nicht so tragisch. Wir müssen eigentlich nur wissen, na, da gibt es Intervalle, die für die Steuerung der Antenne verwendet werden. Der dritte Intervall nennen wir I3, der vierte Intervall entsprechend I4 und der fünfte Intervall ist dann I5. Der geht dann von 40 bis 50 Grad. Das ist also die Idee dahinter. Und die Frage lautet nun, bestimmen Sie die Auftrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen, wenn für die Höhe 5 gleich große Intervalle verwendet werden? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach an, diese Software schickt immer wieder Zeichen, zum Beispiel ein Zeichen in der Sekunde an die Antenne. Und je nachdem werden halt verschieden viele Symbole oder Zeichen an die Antenne gesendet. Solange er halt im entsprechenden Intervall fliegt, der Satellit. Das heißt, wenn er von 0 bis 10 Grad lange braucht, dann werden auch viel Zeichen übertragen. Wandert er durch den Bereich von zum Beispiel 20 bis 30 Grad schnell durch, also fliegt er steil nach oben und da braucht nicht so lange, bis er höher wie 30 Grad ist, dann werden natürlich weniger Zeichen übertragen. Also wenn er flach daherfliegen würde und sehr lange in einem Bereich zwischen zum Beispiel 20 und 30 Grad liegt. Das ist die Länge, wie lang der Satellit in einem bestimmten Winkel verbleibt oder Winkelintervall verbleibt, gibt uns Aufschluss oder Information über die Auftrittswahrscheinlichkeit. Wir müssen also nur im Endeffekt zählen, wie oft kommt das Zeichen in diesem Intervall dann vor, wie oft wird das gesendet. Danach wird wieder der mittlere Informationsgehalt und die Redundanz berechnet, unter der Annahme, dass wir einen Blockcode haben für diese Zeichen. Wir wollen dann auch noch wissen, wie viel Zeichen theoretisch pro Sekunde über einen entsprechenden Kanal übertragen werden können. Dann wollen wir den Informationsfluss wissen und entsprechend noch einmal darüber nachdenken, wie denn die Intervalle vielleicht besser gewählt werden können. Wir wissen ja, dass die Intervalle und die sich daraus ergebenden Wahrscheinlichkeiten Einfluss auf den Informationsgehalt nehmen. Und wollen hier nun schauen, ja, vielleicht gibt es bessere Intervallgrenzen, nicht in 10 Grad Schritten, sondern vielleicht einfach andere, damit die dafür sorgen, dass der Informationsgehalt besser wird. Und schlussendlich sollen diese neuen Grenzen auch noch bestimmt werden. Frage 1 von Beispiel 3 lautet, wie schaut die Auftrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen aus? Ich möchte hier das noch ein bisschen verdeutlichen. Wir haben ja gesagt, dass der Satellit, ich zeichne den einfach mal ein, sagen wir mal, der Satellit fliegt gerade da oben irgendwo. So, das ist unser Satellit. Der fliegt über diese Bahn nach oben und kommt dann irgendwann wieder herunter. Wenn er sich entsprechend auf einer bestimmten Höhe befindet, dann wird immer der Antenne gesagt, in welchem Bereich befindet er sich denn gerade. Diese Intervalle haben wir vorher schon mit Intervall 1 bis 5 durchbenannt. So. Naja, die Wahrscheinlichkeit hängt jetzt davon ab, wie lange dieses Zeichen entsprechend gesendet werden muss, das die Höhe angibt. Schauen wir uns das mal hier links unten an.
Der Satellit fliegt über den Horizont, kommt bei 0 Grad Höhe über den Horizont herauf und fliegt dann hoch bis auf 10 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, wir schicken mit einer bestimmten Häufigkeit Zeichen, also sagen wir einmal in der Sekunde, dann werden in dieser Zeit, bis er die 10 Grad erreicht, eine bestimmte Anzahl an Zeichen an die Antenne oder an die Antennensteuerung übertragen. Das heißt, er befindet sich mal hier zwischen 0 und T1 im Intervall 1. Er fliegt dann hoch, kommt irgendwann wieder herunter und landet dann aber auch da hinten wieder irgendwann im Intervall 1. Also auch hier befindet er sich im Intervall 1. Die Zeit dazu ist genau gleich lang, weil bei dieser schönen Sinusfunktion, die ja um den Mittelpunkt symmetrisch ist, ist die Zeit vorne und die Zeit hinten gleich lang. Das heißt, wir müssen eigentlich immer nur die Zeiten beim aufsteigenden Pfad berechnen und dann mal 2 nehmen, weil die am abfallenden Pfad gleich lang sind. Sobald er dann diesen 10 Grad Intervall verlässt, kommt er in den Intervall 2 hinein. Das heißt, hier zwischen T1 und T2 befindet er sich im Intervall 2. Also während der Satellit hier auf zwischen 10 und 20 Grad ist, werden wieder Zeichen gesendet. Er fliegt dann wieder hoch und landet dann natürlich da hinten auch wieder im Intervall 2. Die Zeit ist wieder gleich und so weiter. Der längste Intervall, das sieht man dann schon, ist der Intervall zwischen 40 und 50 Grad. Hier braucht er sehr lange. Die Wahrscheinlichkeit berechnet sich jetzt nun folgendermaßen. Man vergleicht einfach die Zeiten im Vergleich zur Gesamtzeit. Das heißt, eigentlich rechnet man nichts anderes wie bei einem Würfelexperiment. Die günstige durch mögliche, also sprich den Bereich, den man hat, durch den Gesamtbereich und hat dann die Wahrscheinlichkeit. Das passt auch zu der Annahme, dass wir einfach annehmen, es wird mit einer bestimmten Zeichenrate übertragen. Das heißt, die Abstände auf der X-Achse, was das Senden der Zeichen anbelangt, ist konstant. Und umso länger unser Zeitbereich wird, natürlich umso mehr. Die Gesamtzeichen sind definiert durch die Gesamtlänge. Also muss ich nur meinen Teilbereich durch die Gesamtlänge dividieren, um die Wahrscheinlichkeit des einzelnen Zeichens zu bekommen. Also sprich, die Zeit vom Intervall 1 durch die Gesamtzeit gibt dann die Wahrscheinlichkeit von Intervall 1. Die Zeit im Intervall 2 durch die Gesamtzeit gibt dann die Wahrscheinlichkeit des Intervall 2. Das ist an sich nicht sehr schwer, man muss es einfach nur wissen. Schauen wir uns nun an, wie man eigentlich auf diese Zeitpunkte kommt. Die Angabe besagt, h von t ist gleich 50 mal Sinus 0,5 mal t. Das ist unsere Angabe. Wir wollen also eigentlich t wissen. Das heißt, wir müssen das Ganze umformen. Wir haben einen Sinus, wir haben 50 mal den Sinus. Also das Einfachste ist, wir dividieren mal h von t durch 50 und rechnen dann den Arkosinus. Das heißt, wir bekommen den Arkosinus von h von t durch 50 ist gleich 0,5 mal t. Müssen dann noch den 0,5 wegbringen. Daraus ergibt sich also t gleich 2 oder 1 durch 0,5 gibt dann 2, also 2 mal Arcosinus von h von t durch 50. Das heißt, die Zeit dieser Funktion, einen bestimmten Zeitpunkt auf dieser Funktion besser gesagt, können wir berechnen, indem wir die Höhe einsetzen. Das klappt beim Sinus natürlich besonders gut von 0 bis Pi. Für weiter hinten müssen wir dann aufpassen auf die 2 Pi Periodizität.
dass unser Wert dann auch entsprechend stimmt. Wir machen das nun einfach für diese entsprechenden Zeiten und berechnen uns dann daraus die Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von Intervall 1 schreibe ich hier mal links hin, damit es noch im Zusammenhang mit dem Bild zu sehen ist. Danach wechsle ich dann auf ein anderes Blatt, damit wir das Ganze etwas übersichtlicher schreiben können. Wahrscheinlichkeit von Intervall 1, nenne ich P1, ist die Zeit im Intervall 1 durch die Gesamtzeit. So, wie groß ist denn nun die Zeit im Intervall 1? Die ist von 0 bis T1, aber auch von 2Pi bis minus T1. Also eigentlich, anders gesagt, nichts anderes wie 2 mal Zeit T1. Das heißt, 2 mal T1 durch die Gesamtzeit, die hier in Radiant angegeben ist, einfach damit man es mit dem Sinus auch besser rechnen kann. Ist gleich P1. Jetzt brauche ich noch die Zeit T1, also setze das Ganze ein und so weiter. Im Falle P2 wird es dann schon ein bisschen anders. Ich brauche die Zeit von T1 bis T2. Mathematisch ist das dann T2 minus T1. Ich möchte eine positive Zahl bekommen. Das heißt, dieser Bereich hier unten, wo der Satellit zwischen 10 und 20 Grad ist. Das gleiche ist natürlich hinten auch nochmal. Also mal 2. Und das Ganze wieder durch die Gesamtzeit. Ergibt dann wieder P2 und so weiter. Gut, ich mache jetzt auf einem neuen Blatt weiter. Ich beginne nun folgendermaßen, wir kennen die Formeln ja schon. Ich schreibe trotzdem noch die Zeitpunkte zuerst hin, also unser Zeitpunkt T1. Ist definiert durch die Höhe vom Zeitpunkt 1, die ja gleich 10 Grad ist. Und aus der Formel, die wir vorhin hatten, kann ich mir T1 ausrechnen mit 2 mal Arcus Sinus von der Höhe 10 Grad durch 50 ist gleich 0,403. In dem Fall Radiant, weil wir ja die X-Achse als Radiant angegeben haben. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnt, aber das macht dann einfach das Sinusrechnen einfacher. Die Zeit 2 ist das gleiche Spiel, allerdings ist das definiert durch die Höhe von T2, die ja 20 Grad beträgt. Und das ergibt dann einen Zeitwert T2 gleich 2 mal Arcus Sinus von 20 durch 50. Und das entspricht 0,823. T3 H von T3 ist 30 Grad. Daraus ergibt sich T3 gleich 2 mal Cosinus 30 50stel und das ergibt dann 1,287. Und dann noch T4, das war der Intervall von 40 nach 50. Hier ist die Höhe von T4 wichtig, die wäre dann 40 Grad.
ist T4 gleich 1,8546. Wenn wir nochmal zum Bild zurückgehen, haben wir somit die Zeitpunkte T1, T2, T3 und T4 bestimmt, anhand der Höhen, indem wir die Sinusformel zurück umrennen. Den Zeitpunkt für 50 Grad oben haben wir schon gegeben, das ist Pi in Radiant. Für die Wahrscheinlichkeiten müssen wir also die Differenzen bilden, das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Intervall 1 ist T1 minus 0 mal 2 zum Gesamtzeit, danach T2 minus T1 mal 2 durch die Gesamtzeit dividiert, T3 minus T2 für Intervall 3 durch die Gesamtzeit, mal 2 natürlich, dann T4 minus T3 für den Intervall 4 und auch mal 2 und durch die Gesamtzeit und so weiter. Und das gibt eben dann unsere Wahrscheinlichkeiten. Das machen wir jetzt gleich. Nachdem wir nun die Wahrscheinlichkeiten berechnet haben, können wir uns, wie Punkt B fordert, auch die Entropie berechnen. Die Formel für die Entropie kennen Sie bereits. H ist gleich minus der Summe von I gleich 1 bis 4, bis 5 in dem Fall, wir haben ja 5 Intervalle, von Pi mal Logarithmus dualis Pi. Hier noch ein kleiner Hinweis, wer das Minus nicht mag oder sich vielleicht mit einem anderen Rechnungsweg mehr anfreundet, man kann das Minus auch in das Logarithmus dualis Pi hineinziehen. Das heißt, minus 1 mal Logarithmus dualis Pi resultiert aufgrund der Logarithmus-Umrechnungsformeln in der Summe von I gleich 1 bis 5 von Pi mal Logarithmus dualis 1 durch Pi. Das kann man auch verwenden, manchmal bei manchen Zahlen, und da ist es bequemer. Manche mögen das auch, weil sie dann das Minus nicht verlieren. Also sind beide Möglichkeiten möglich. Ich verwende immer lieber die erste. Das wäre also in dem Fall minus Ecke Klammer die Wahrscheinlichkeiten mal dem Logarithmus dualis davon. Also 0,128 mal Logarithmus dualis 0,128 plus 0,134 Logarithmus dualis 0,134 0,147 und dann die anderen Intervalle der Reihe nach eingesetzt, bis dann der letzte Intervall von 0,409 mal Logarithmus dualis 0,409 und das ergibt dann einen Gesamtwert für die Entropie von 2,149 Bit pro Zeichen. Dazu rechnen wir uns dann die Redundanz aus. R ist m quer minus h, also die absolute Redundanz, die uns dann sagt, wie viel Bit pro Zeichen sind denn da eigentlich überflüssig in den Daten. Was uns allerdings fehlt, ist noch das m quer. H wissen wir, m quer fehlt uns. Wir müssen uns also überlegen, was brauchen wir eigentlich für ein m quer. Die Angabe dazu sagt, ja, wir möchten einen Blockcode haben. Blockcode heißt also, dass jedes Zeichen gleich viel Bit hat. Naja, aber wie viel Bit brauchen wir denn, um 5 Zeichen darzustellen, besser gesagt? Das können wir rechnen, indem wir einfach m quer gleich Logarithmus dualis von 5 rechnen. Logarithmus dualis ist die Umkehrfunktion 2 hoch. Mit Binärstellen können wir ja, oder mit Bits können wir immer zwei Zustände darstellen. Das heißt, 2 hoch der Anzahl der Bit gibt die Anzahl der Möglichkeiten. In dem Fall haben wir 5 Zeichen,
Wir machen also die Umkehrfunktion, Logarithmus 2 von 5 ergibt die Anzahl an Bits, die wir für 5 Zustände brauchen. Das wäre 2,321. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Bei einem Blockcode sind ja alle Zeichen gleich lang. Jedes Zeichen hat gleich viel Bit. Kann man denn 2,3 Bit in echt darstellen? Haben Sie schon mal Daten gesehen, die 2,3 Bit lang sind? Also ich persönlich nicht, die gibt es auch nicht, weil ein Bit ist die kleinste Einheit. Das heißt, man kann nur entweder 2 Bit verwenden oder 3 Bit. Das ist ganz wichtig, auch für die Prüfung, das wird oft falsch gemacht. Mathematisch geht natürlich immer eine reelle Zahl, aber in der echten technischen Übertragung kann ich entweder 2 oder 3 nehmen. Wir müssen uns also überlegen, würden 2 reichen? Naja, 2 Bit heißt 2 hoch 2 Möglichkeiten, also 4. Damit kann ich auch noch 4 Zeichen darstellen. 3 würde bedeuten 2 hoch 3 Möglichkeiten, also 8 Zeichen. Das passt schon besser. Ich schreibe das einfach immer so. Ich mache hier dieses Zeichen für Aufrunden. Merken Sie sich das einfach? Also Logarithmus dualis, der Anzahl der Zeichen aufgerundet, ergibt den mittleren Binärstellenaufwand, den ich brauche, um diese Endzeichen darzustellen. In dem Fall wäre das 3. Das funktioniert auch, weil natürlich 3-Bit technisch darstellbar sind. Man sieht aber auch sofort ein Problem, und das werden Sie jetzt in der Redundanz gleich feststellen. Ich brauche eigentlich für 5 Zeichen irrsinnig viel Bits. Mit 3-Bit kann ich 8 Zeichen darstellen, ich brauche nur 5. Also habe ich eigentlich 3 Zeichenmöglichkeiten, die ich gar nicht brauche. Und genau das resultiert dann in einer großen Redundanz. Setzen wir mal ein. R ist dann also 3 minus 2,149 gleich 0,851 Bit pro Zeichen. Und das nun als relative Redundanz noch R durch M quer mal 100% ist gleich 28,36%. Das heißt, meine Daten enthalten 28,36% Redundanz, also keine Information, unnütz. Wie könnte ich das verbessern? Indem ich einen Code nehme, der nicht aus 3-Bit besteht. Aber wie gesagt, das kann ich nicht, weil ich kann ja nicht einen Code mit 2,5-Bit machen. Halbe Bits lassen sich nicht technisch darstellen. Was ich aber machen kann, ist einen Code zu verwenden mit unterschiedlich langen Zeichen. Beispielsweise die wichtigen Zeichen haben dann 1-Bit, die weniger wichtigen 2 und die ganz unwichtigen 3. Und das ergibt dann ein M-Quer, den Mittelwert von 1, 2 und 3, also was kleineres als wie 3. Und damit wandere ich näher an dem Idealbereich von diesen 2,14 hin und reduziere meine Redundanz. Solche Codes werden beispielsweise Fano-Code genannt. Auch der Morse-Code ist ein Beispiel, wo wichtige Zeichen kurz sind und weniger wichtige lang. In Punkt C wird dann nach dem möglichen Kanalkapazitätswert gefragt, also wie viel Bit pro Sekunde ich über einen Kanal übertragen kann. Die Formel dazu lautet C gleich B mal Logarithmus dualis 1 plus PS zu PN. Gleich vorweg, natürlich müssen wir wieder beachten, dass PS zu PN eine Dezimalzahl sein soll. Ich habe diesen Wert allerdings in dB gegeben, das heißt, ich muss das wieder umrechnen in 10 hoch 15 Zehntel und das ergibt dann meinen Dezimalwert von 31,62. Diesen setze ich dann vorne ein, bekomme dann bei 50 kHz Bandbreite 50.000 mal Logarithmus dualis von 1 plus 31,62. Und das entspricht 251.000
390,4 Bit pro Sekunde. Mein Kanal kann also nur 250 rund Kilobit pro Sekunde übertragen. Das würde sich verbessern lassen, indem man entweder ein Kabel oder eine Funkstrecke verwendet, die mehr Bandbreite zulässt. Also nicht 500 oder nicht 50 kHz, besser gesagt, sondern zum Beispiel 100 kHz oder 5 MHz. Oder man schafft es, das Signal so weit zu verstärken, dass sich der Signalrauschabstand verbessert. Damit könnte man dann auch mehr über den entsprechenden Kanal übertragen. In Punkt D wird nun gefragt, wie groß wäre der Informationsfluss zwischen der Software, die ja diese Zeichen ausgibt, und dem Antennenrotor, wenn die unter C ermittelte Anzahl an Zeichen pro Sekunde übertragen wird. Wenn wir uns C nochmal anschauen, wir haben ja die Kanalkapazität gerechnet. Die gibt aber an, wie viel Bit pro Sekunde wir berechnen können. Das heißt, ich schreibe das mal hin, C oder die Einheit von C ist gleich Bit pro Sekunde. Wir wollen aber Zeichen pro Sekunde wissen. Die sich aus diesem C ergeben, und von diesen Zeichen pro Sekunde wollen wir dann den Informationsfluss wissen. Was haben wir noch für Möglichkeiten, um das zu rechnen? Wir müssen uns nur überlegen, welche Werte haben wir denn schon. Wir haben einmal das H, die Entropie in Bit pro Zeichen, und wir haben auch noch das H' in Bit pro Sekunde. Also wenn wir jetzt wissen wollen, wie viel unser C in Zeichen ist, müssen wir das irgendwie anders nennen. Zum Beispiel sagen wir, nennen wir es C'. Die Einheit davon ist dann Zeichen pro Sekunde. Und das berechnen wir nun folgendermaßen. Wir haben ja ein bestimmtes C gegeben in Bit pro Sekunde und wissen aber auch, wie viel Bit pro Zeichen wir benötigen. Und zwar ist das unser m quer. Die Einheit von m quer ist der Bit pro Zeichen. Wenn wir das ganze C durch diese Anzahl der Zeichen wieder dividieren, dann ist das nichts anderes wie 251.390,4 Bit pro Sekunde, die wir übertragen können, durch 3 Bit pro Zeichen. Das Bit kürzt sich dann und übrig bleiben 387,8 Zeichen pro Sekunde. Oder einfacher ausgedrückt, wenn ein Kanal eine bestimmte Anzahl Bit pro Sekunde übertragen muss, naja, nachdem man jedes Zeichen 3 Bit groß ist, muss ich es halt durch 3 dividieren, dann bekomme ich die Zeichen pro Sekunde. Also der Tipp mit diesen Einheiten ist immer ganz gut, schauen Sie sich diese einfach an, verwenden Sie diese auch und vergleichen Sie diese. Manchmal kommt man auch über die Einheiten recht schnell auf die Lösung, wenn man die Formel nicht weiß. Und kann auch kontrollieren, ob die entsprechende Rechnung auch stimmt, ob die Einheitendivision oder das Kürzen Einheiten dann zum gewünschten Ergebnis führt. Mit diesem C' wollen wir also das H' berechnen. H' in Bit pro Sekunde soll aus dem C' berechnet werden in Zeichen pro Sekunde. Naja, und aus diesem Kanal selber, oder für den Kanal weiß ich, dass ich ja nicht nur Daten übertrage, oder dass ich Daten übertrage, also nicht nur Informationen übertrage.
Daten bestehen aus Information und Redundanz. Das heißt, in diesem M quer steckt ja drin Information plus Redundanz. Der Informationsfluss hier ist aber R gleich 0. Wir reden ja über Information. Das heißt, ich kann mein C' mal etwas multiplizieren, um dann den reinen Informationsanteil zu kriegen. Und der reine Informationsanteil ist das ohne R. Also was bleibt übrig? H. Also mal H. Und das ergibt dann 180.096,1 Bit pro Sekunde. Das heißt mit anderen Worten nichts anderes wie mein Kanal kann zwar 251.000 Bit pro Sekunde übertragen oder auch 80.000 Zeilen pro Sekunde, aber weil bei dieser Übertragung Redundanz drinsteckt, habe ich in Wirklichkeit nur 180 Kilobit pro Sekunde an Information. Das zeigt diese Rechnung. Wir verlieren also fast 70 Kilobit an Information oder die Daten enthalten an die 70 Kilobit an Redundanz. Für Punkt E muss ich nochmal zurück zu unserer Zeichnung. Punkt E fragt, wie müsste man die Intervalle festlegen, damit bei Codierung mit dem Blockcode der Informationsgehalt maximal wäre. Geben Sie dazu die geänderten Intervallschwellen mit dazugehörigen Auftrittswahrscheinlichkeiten an. Das heißt, gefragt ist, H soll maximal werden. Naja, wir wissen aus dem vorigen Beispiel, es gibt einen Fall, wo H maximal wird. Und zwar genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeiten I gleich sind, gleich verteilt, in dem Fall idealerweise 1 durch n gleich 1/5. Wenn alle 5 Wahrscheinlichkeiten aller 5 Zeichen gleich sind, dann ist der Informationsgehalt, der mittlere Informationsgehalt oder die Entropie maximal. Wir wissen aber aus unserem Beispiel, dass mit diesen Intervallen, die wir hier haben, die Wahrscheinlichkeiten eben nicht 1/5 sind, sondern abwechselnd sich ändern. Herunten sind die Wahrscheinlichkeiten noch klein für die kurzen Intervalle und die Wahrscheinlichkeit dann im langen Intervall nimmt natürlich zu, wenn man länger drin bleibt und mehr Zeichen übertragen werden. Unser Satellit fliegt also wieder mal diese Kurve ab, so wie vorher. Zeichnet ihn da einfach ein. Und wir müssen jetzt uns überlegen, naja, wie schaffen wir es, dass jedes Zeichen gleich oft gesendet wird. Gleiche Wahrscheinlichkeit heißt auch, die Häufigkeit jedes Zeichens muss gleich oft vorliegen oder gleich oft gleich sein. Dazu müssen wir jetzt Folgendes uns überlegen. Eine Wahrscheinlichkeit, Pi, hat sich ja berechnet aus Delta T durch 2Pi. Delta T, wir können auch mal 2 schreiben, weil das ja immer oben einmal zu Beginn und einmal am Ende durch den Intervall wandert. Das Einzige, was wir also hier ändern können, ist nur das Delta T. Wenn sich die Wahrscheinlichkeit ändert, muss sich auch Delta T ändern. Das heißt, wir werden nun andere Zeitpunkte bekommen. Diese Zeitpunkte hier werden sich irgendwie verschieben. Das heißt, so wie sie jetzt dargestellt sind, stimmen die nicht mehr, sondern die werden irgendwo anders liegen. Und zwar so, dass die Wahrscheinlichkeiten immer gleich sind. Und das führt auch dazu, dass natürlich, wenn sich die Zeitpunkte ändern, auch die Schwellen ändern. Das heißt, auch diese Schwellen werden nicht mehr stimmen, die 50 Grad natürlich schon. Ich kann auch schon verraten, der obere Bereich muss kürzer werden, weil der hatte die höchste Wahrscheinlichkeit viel größer wie 1/5. Wenn ich jetzt 1/5 möchte, muss dieser Intervall natürlich kleiner werden. Und wenn dieser Intervall hier
kürzer werden soll, nach innen wandert, dann muss das Ergebnis natürlich auch sein, dass diese Punkte nach oben wandern und damit eigentlich das Intervall immer kürzer wird, vielleicht irgendwo da oben liegen wird. Und dadurch auch die Schwelle woanders sein wird. Aber das können wir jetzt nun mathematisch gleich versuchen und schauen, wo liegen denn die neuen Schwellen auf der Zeit und auch der Satellitenhöhe, damit eben überall alle Zeilen ein Fünftel Wahrscheinlichkeit haben. Wie im Bild bereits gerade gezeigt, wird der Informationsgehalt maximal, wenn eben die Wahrscheinlichkeiten gleich verteilt sind oder gleich sind. Das heißt, wenn Pi gleich ein Fünftel ist, weil wir 5 Zeichen haben. Das heißt also auch, dass P vom Intervall 1 gleich Intervall 2 gleich Intervall 3 ist und so weiter bis Intervall 5 und die Wahrscheinlichkeiten alle ein Fünftel betragen. Es muss ein Fünftel sein und 1 durch n, das schreibe ich nochmal da in der Klammer dazu, weil ja die Summe wieder aller Wahrscheinlichkeiten natürlich 1 sein muss. Wir könnten da ein Siebtel und ein Achtel wählen, dann wären auch alle Wahrscheinlichkeiten gleich, aber das würde widersprechen mit dem Grundsatz, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten 1 sein muss. Schauen wir uns also an, wie sich das nun auswirkt. Ich schreibe mal die Formel für die erste Wahrscheinlichkeit hin, also die Wahrscheinlichkeit vom Intervall 1. Diese Formel haben wir bereits vorne im Beispiel berechnet. Diese war t1 minus 0 durch 2pi mal 2. Die Wahrscheinlichkeit 2 schreibe ich vielleicht auch noch hin. Die war t2 minus t1 durch 2pi mal 2. Und wir wissen ja nun, wenn sich die Wahrscheinlichkeit ändert, muss sich auch die Zeit ändern. Wir beginnen einfach bei P1, weil da haben wir nur eine Zeit, T1. Aus dieser können wir uns also die neue T1-Zeit ausrechnen. Das wäre dann einfach, wenn wir das 2pi kürzen, dann Pi mal P1 durch 1, also Pi mal P1. Und das ergibt dann Pi mal ein Fünftel gleich 0,6283. Ich lasse aber lieber diese Pi Fünftel, die sind zum Rechnen ein wenig einfacher, als wie dann diese Dezimalzahlen. Aus der zweiten Formel bekommen wir dann T2. Hier kürzt sich wieder die 2 weg. Das heißt dann, ich forme es mal langsam um, Pi mal P2 ist T2 minus T1. Und daraus ergibt sich, T2 ist Pi mal P2 plus T1. Ist gleich Pi Fünftel, Pi mal ein Fünftel, also Pi Fünftel, plus Pi Fünftel, gleich 2 mal Pi Fünftel. P3 hatten wir ebenfalls eine Formel, T3 minus T2 durch 2Pi mal 2. 2 kürzt sich wieder, daraus ergibt sich Pi mal P3 ist gleich T3 minus T2 oder auch T3 ist gleich Pi mal P3 plus T2 ist gleich Pi Fünftel plus 2 Pi Fünftel ist gleich 3 Pi Fünftel. Ich glaube, man sieht schon, wo die Reise hingeht. Die Reise geht hin, dass wir hier immer Vielfache haben.
Pi Fünftel, also 1 mal Pi Fünftel, 2 mal Pi Fünftel, 3 mal Pi Fünftel. Von der Formel für P4 folgt entsprechend auch T4. Und das ist, naja, man kann es schon voraussehen, ich schreibe es jetzt gar nicht lang hin, 4 mal Pi Fünftel. Wer möchte, kann das auch selber dann rechnen. Es geht genauso weiter wie vorher. Und damit haben wir schon alle Wahrscheinlichkeitswerte, weil der Wert von 5. Intervall ergibt sich ja automatisch auch aus diesen 4 anderen Werten, beziehungsweise wissen wir auch, dass das Maximum bei Pi liegt, also können wir schön die Zeit ausrechnen für den Intervall. Schauen wir uns das nochmal an. Ich gehe mal zurück auf das vorige Bild. So, wir hatten also für P1 dann eine Zeit T1 gleich Pi Fünftel. T2 war dann 2 Pi Fünftel und so weiter bis T4 gleich 4 Pi Fünftel. So. Schauen wir mal, wo das ungefähr liegt. Wir können also das Pi in 5 Teile unterteilen. Ich probiere das mal ungefähr, geschätzt hier schon ungefähr die Mitte. Das heißt, wir werden ungefähr hier, hier, hier und hier unsere Fünftel haben. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nicht ganz genau, aber man sieht schon, dass dann diese Zeiten sich eben ungefähr so ergeben. Und dementsprechend auch sich neue Intervalle bilden. Das heißt, das Intervall, das vorher vielleicht bei 10% oder 10 Grad lag, liegt jetzt höher, bei einem höheren Wert. Das Intervall, das vorher bei 20 Grad geändert hat, das zweite, liegt jetzt auch höher. Und zwar deshalb, weil sich diese Zeiten nun äquidistant verteilen und dadurch eben die Wahrscheinlichkeiten gleich sind. Ich habe da ein Bild schon vorbereitet mit dem Ergebnis, mit den exakten Zahlen. Und zwar sieht man das hier, dass unsere Zeiten T1, also einmal Pi Fünftel sind, T2 dann zweimal Pi Fünftel, T3 dreimal Pi Fünftel und so weiter. Und 5 mal Pi Fünftel gibt dann natürlich wieder Pi. Hier links sind schon die Schwellen aufgetragen. Wir werden dies jetzt auch nochmal berechnen und schauen, ob das doch tatsächlich so ist. Die Intervallschwellen ergeben sich entsprechend dann in Form eines h von t zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Zeitpunkte sind eben vorgegeben mit Pi mal ein Fünftel. Pi mal 1 durch 5 oder 2 Pi Fünftel, 3 Pi Fünftel, 4 Pi Fünftel. Das heißt, diese Zeiten setzen wir jetzt einfach ein. H von T1 ist unsere erste Schwelle beim Zeitpunkt 1. Die war vorher bei 10 Grad. Jetzt müssen wir hier eben die ursprüngliche Formel verwenden wieder und die Pi Fünftel als Zeit einsetzen. Die ursprüngliche Formel war eben 50 mal Sinus von 0,5 mal t. Das heißt, das wäre in unserem Fall nun 50 mal Sinus von 1/2 mal Pi Fünftel. Und das ergibt 15,45 Grad. In dem Fall, weil unsere Achse ja ein Grad ist, die Höhenachse. Das gleiche dann für H2.
also h von t2, besser gesagt, die Intervallgrenze vom zweiten Intervall ist das gleiche im Sinne von 50 mal Sinus von 1/2 mal, aber nun 2 pi Fünftel. Und das ergibt dann 29,39 Grad. H3 oder H von T3 ist folglich 40,45 Grad und H von T4 ist dann 47,55 Grad. Ich gehe jetzt nochmal zurück aufs Bild, wo diese Werte auch eingetragen sind, dann können wir uns das nochmal genauer anschauen. Aufgrund der gleichen Wahrscheinlichkeiten ergeben sich nun eben ganz andere Intervalle. Die sind wirklich von der Größe her stark unterschiedlich. I1 ist sehr groß, I2 wird dann etwas kleiner, I3, I4 und schlussendlich der fünfte Intervall ist schon sehr klein. Aber eben deshalb, damit die Wahrscheinlichkeiten gleich sind und die Zeiten auch gleich. Das Ganze sieht natürlich jetzt recht praktisch aus Sicht der Informationstheorie, denn die Informationstheorie möchte ja einen maximalen Informationsgehalt und möglichst wenig Redundanz. Schaut man sich das Ganze aber aus technischer Sicht an, ist das wieder ganz schwierig zu realisieren, denn die Antenne würde jetzt ja innerhalb von 0 bis 15,45 Grad nur einen einzelnen Zielwert bekommen. Also sie würde nur wissen, es befindet sich der Satellit irgendwo zwischen 0 und 15 Grad. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre die Antenne 15 Grad falsch ausgerichtet. Er könnte ja gerade am Anfang sein, aber vielleicht stellt sich die Antenne auf die Mitte ein. Oder, also in dem Fall wäre sie nur die Hälfte, also 7,5 oder 7,7 Grad daneben. Aber das wäre immer noch relativ viel. Im Vergleich da weiter oben wäre die Antenne dann im schlimmsten Fall nur 7 durch 2, 3,5 Grad falsch ausgerichtet. Das heißt, es wäre zwar im Sinne der übertragenen Zeichen sehr gut, diese gleiche Wahrscheinlichkeit, aber technisch würde es heißen, die Antenne schaut in die falsche Richtung und deshalb ist vielleicht der Übertragungsweg schlechter, das heißt, das Signal-Rausch-Verhältnis nimmt ab. Oder die Ausrichtung schon so schlecht, dass ich vielleicht gar keine Verbindung mehr zusammenbekomme. Und das würde dann in einer kleineren Kanalkapazität enden. Also das, was wir hier gewinnen an Informationsgehalt, bedeutet dann im technischen Sinne aber vielleicht auch wieder einen Nachteil. Und entsprechend muss das System auch so gebaut werden, dass möglichst alle Aspekte betrachtet werden. Und eine theoretische Lösung hilft in dem Fall natürlich nicht, wenn das dann technisch sich wieder zu einem viel massiveren Nachteil auswirkt. Schauen wir uns nun noch den letzten Punkt von Beispiel 3 an. Das wäre die Frage, nachdem sich nun für diese neuen geänderten Intervallschwellen ergebenen Informationsgehalt die Formel ist natürlich schon bekannt, h minus der Summe von pi von 1 bis 5. Wir setzen also ein und in dem Fall ist es recht einfach, wir haben ja 5 mal die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also 5 mal ein Fünftel. Entsprechend ist das einfach 5 mal minus ein Fünftel mal Logarithmus dualis ein Fünftel und das ergibt 2,3219 Bit pro Zeichen.
Wenn wir das nun vergleichen mit dem ursprünglichen Wert, da hatten wir 2,149. Also wir haben uns ein wenig verbessert. Mehr wie dies geht nicht. Und daraus kann man sich jetzt aber auch noch den Informationsfluss berechnen. Wiederum die Formel, die wir bereits hatten, H' ist H mal C'. Das heißt, der Informationsgehalt der mittlere von 2,3219 mal dem in der Kanalkapazität in Zeichen pro Sekunde, die wir vorher bereits berechnet haben. Also ich schreibe es hier vielleicht noch hin, Bit pro Zeichen mal diesen ursprünglich berechneten 83.797 oder 96,8 Zeichen pro Sekunde. Das Zeichen kürzt sich dann eben raus und dann bekommt man 194.568 Bit pro Sekunde an Information, die sich über den entsprechenden Kanal übertragen lassen. Ursprünglich hatte der Kanal, und das hat er ja immer noch, 250 Kilobit. Durch diese Änderung der Wahrscheinlichkeiten und der Intervalle entsprechend resultiert ein höherer mittlerer Informationsgehalt. Wir haben also mehr Information und weniger Redundanz. Und das resultiert dann schlussendlich auch in einem besseren Informationsfluss von 194 Kilobit. Vorher hatten wir einen Informationsfluss von 180 Kilobit. Also wir konnten zumindest durch günstige Wahl mathematisch zeigen, dass sich der Informationsfluss durch diese Maßnahme verbessert. Wie gesagt, mit dem Nachteil vielleicht, dass der Satellit weniger gut gefunden wird oder die Antenne weniger gut auf den Satelliten zeigt und wir vielleicht unseren Kanal dann ändern. Aber unter der Annahme wird uns nicht, haben wir natürlich so jetzt mehr Kanal. Ausnutzung im Sinne der Information, also wir können mehr Informationen über den Kanal senden. Dies war nun Teil 1, Informationstheorie und Codierung der Nachrichtentechnikübung 2020. Mit diesen gezeigten Beispielen sollten Sie bereits in der Lage sein, die Hausübungen durchzurechnen bzw. damit zu beginnen. Die Hausübungen werden heute Abend oder spätestens morgen Abend ins Teach Center gestellt, von wo Sie das dann als PDF herunterladen können. Ich empfehle Ihnen, da derzeit aufgrund der aktuellen Situation Gruppenarbeiten untersagt sind, sich die Hausübung gruppenintern aufzuteilen. Beispielsweise rennt jeder ein oder zwei Beispiele durch und Sie sammeln dies dann nun elektronisch und geben das dann so ab. Zusätzlich ist es natürlich bestimmt sinnvoll, dass Sie jedes Beispiel auch für sich selber rechnen und probieren. Als Prüfungsvorbereitung, das empfehle ich Ihnen wärmstens, weil diese Beispiele doch alle recht prüfungsrelevant sind. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Üben, viel Erfolg, passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal.